Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer weiteren Wartepause. Und es tut mir leid, dass es dabei immer Oblivion trifft, aber trotzdem herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elder Scrolls 4. Ein oder andere von euch, der die Livestreams auf dem Kanal verfolgt oder eventuell auf Discord vorbeigeschaut hat, der hat vielleicht mitgekriegt, dass ich die Tage nicht so wirklich in der Lage war, irgendwas zu produzieren und aufzunehmen. Auch ich werde nämlich ab und zu mal krank. Deswegen hat es jetzt wieder die Oblivion-Folgen getroffen. Grim Tales und The Forest liefen ganz normal, weil da habe ich halt jede Menge vorproduziert. Ne? Aber Oblivion leider nicht. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Ich hoffe, morgen steht der 24-Stunden-Stream an. Ich hoffe, dass ich vorher noch wenigstens 3 Folgen produziert kriege. Also für heute, für morgen und für übermorgen. Damit hier nicht gleich wieder was ausfällt und eine Pause ist. Aber wir schon mal gucken. So ganz 100% fit bin ich tatsächlich immer noch nicht. Aber ich denke, ich bin fit genug, um hier jetzt so ein bisschen durchzuziehen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Da ist die aufgegebene Mine, okay. Das hier geht in ein neues Areal, richtig? Oder halt in das erste zurück, das kann natürlich auch sein. Hier geht es in das erste Areal zurück, okay. Aber es gab ja noch ein drittes, ne? Irgendwo war doch noch ein drittes. Wir waren doch schon so, huch, hier sind ja auch Gegner. Was ist denn hier los? Das muss dann da unten gewesen sein. Ja, okay. Okay, jetzt habe ich wieder eine ungefähre Orientierung. Es tut mir leid, dass das jetzt einen Moment gedauert hat. Das muss dann die Tür hier sein. Die führt nochmal woanders hin. Schleichender Bogenschütze ist am Start. Wir hatten hier tatsächlich auch schon so ein bisschen was aufgeräumt, ne? C haben wir noch. Gut, dann sollte ich wirklich nur die wertvollen Sachen mitnehmen. Da lang jetzt weiter, okay. Marine, ich glaube, hier hinten waren wir schon. Lass mal weitergehen. Der Finger des Berges doch. Das ist der, den ich ausrüsten wollte jetzt. Wo ich das Gefühl habe, dass der inzwischen schon ein bisschen schlecht ist. Weil wir einfach ein bisschen schlecht sind. Allen sogar. Nimm das, gargartige Gestalt. Ich bin der Bogenschützenmagier und ich bin gut. Also nicht im Zielen, aber so allgemein in manch anderen Sachen. Ich kann richtig gut schlecht sein, zum Beispiel. Das kriege ich immer hin. War das jetzt 2 Goblins und eine Falle oder ist hier noch mehr, was wir nicht aufgeschreckt haben? Warte wieder. Was haben wir denn hier? Ein weiteres Trüchen. 3500 Gold. Ist das für diesen Punkt des Spiels Spiel? Ich meine, in Skyrim hatten wir irgendwann, wie viel waren das? 200.000? Ne, das war Morrowind, ne? Wo wir so unglaublich viel Geld hatten.
Aber da hatte ich auch die Möglichkeit, immer zu 100% zu verkaufen. Und mit der dunklen, mit der, dem Zeug von der dunklen Bruderschaft und diesen ganzen Dedra-Waffen war das ja ein 0, nix. Das war überhaupt gar kein Problem. Das wird in Oblivion wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. So, was sagt denn die Zeit eigentlich? Ja, ich sollte ein bisschen gucken, wie das mit die Zeit ist. Da hängen Menschen. Da hängen zwei Menschen. Haben die den jemals getan? Was sind das für Menschen, die hier mit Goblins abhängen? Ist das ein Goblin-Schamane, der da? Marie? Lass mal ein Stück gehen. Bevor die hierher kommen. Ja, Marie, oder auch nicht. Magie reicht nicht aus. Na gut, dann halt mit Pfeil und Bogen in den Rücken rein, während Marin ihn beschäftigt hält. Marin, du machst das gut. Siehst du, Marin, wir sind ein gutes Team, sind wir. Ja, wie kriege ich das schon hin hier? So, war das jetzt wirklich ein Schamane? Oh ja. Gut, dass wir den ausgeschaltet haben, glaube ich. Mit drei Heilträgern sogar noch. Aber sonst hat er halt nicht sonderlich viel gehabt, ne? Große Frage ist, war es das schon? Das ist so ein großer Raum und da sind nur zwei Goblins drin? Kann mir fast nicht vorstellen. Ich überlege, was in diesem anderen Raum da los war. Ich habe übrigens immer noch einen total trockenen Mund. Wenn ich zwischendurch mal so, ja, wenn man so über die Zungen, über die Lippen lecke oder so, dachte ich daran, dass das unglaublich trocken ist. Und ich das Gefühl habe, egal wie viel ich trinke, mein Mund bleibt halt ganz trocken. Ich habe allerdings auch noch nicht einmal Fieber gemessen. Hm. Überbewertet. Oh, guck mal, Marin. Hier liegt Gold. Marin, hier liegt Gold. Hast du gesehen, Marin? Das war Gold. Oh, guck mal, Amulett nehme ich natürlich auch mit. Ja. Marin! Marin, hier liegt noch so ein Goblin-Stab. Marin, was sagst du dazu, Marin? Zwei Goblin-Totemstäbe, das ist natürlich krass. Schockschaden 20 Punkte haben sie. Das ist mit Abstand die beste Waffe, die ich habe, oder? Und hat 11 Benutzungen. Na gut. Hat das nicht so super geil. Obwohl 111 ist eigentlich relativ viel, ne? Habe ich irgendwas, was ich jetzt... Ich habe drei Backen geklaut, echt? Guck mal, schon sind wir wieder ein bisschen leichter und ich habe auch noch was davon. Na, aber das hat sich doch gelohnt, hier nochmal herzukommen, oder Marin? Marin, sag doch mal.
Marin. Marin, sprich doch mal mit mir, Junge. Ach ja, der Marin, das ist so ein Schüchtern, ne? Das ist so ein Schüchternen. Gehen wir wahrscheinlich da hinten weiter, wa? Yep. Bin ja mal gespannt, was da hinten noch kommt, wenn wir den Schatz jetzt quasi hier schon. Ach, Marin. Marin, du bist schon einer. Wetten, Marin rennt genau drüber. So, ich sehe noch mal zwei Goblins, das ist machbar. Jetzt sehen sie mich. Das ist vielleicht einfach mal aufhören zu gleichen, das könnte schon helfen. Okay, ist ärgerlich, dass genau der andere jetzt mitgekommen ist. Das gebe ich zu. Das gebe ich zu, das ist jetzt nicht ideal. War der tot. Der andere ist wahrscheinlich auch tot, ne? Der war ja schon so gut wie tot. Da hat Marin da losgelegt. Der ist jetzt aber nicht hier von der Falle erschlagen worden, oder? Das wäre ja geil. Das wäre ja geil. Das hatte ich nämlich gar nicht geplant, dass das so läuft. Marlene, hier ist alles kaputt. Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, worauf ich da zu achten habe. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich sehe auch immer noch keinen Unterschied zwischen Stahl- und Eisenpfeilen. Auch das muss ich mal ganz genau sagen. Ist hier Schluss? Da ist Schluss. Marin, ich glaube, wir haben das hier fertig. Wieder an die frische Luft. Alle Goblins sind tot. Hurra! Und sogar zwei ziemlich geile Goblin-Stäbe erbeutet hier. Das sind wahrscheinlich stumpfe Waffen, ne? Wenn ich die benutze. Wäre auch Stärke. Wäre ja eher so eine Magierwaffe als. Wohl. Haben die überhaupt einen, die haben gar keinen Nahkampfwert. Die sind wirklich einfach nur. Die sind einfach nur zum Schießen, ne? Es
Jetzt ist die Frage, ob die irgendwelche Attribute erhöhen, ob das zum Beispiel als Zerstörungsmagie zählt hier. Zum Aufleveln oder so, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall um einiges stärker als das, was ich zurzeit hier benutze. Hier sind noch Pilze, die ich nicht benutzt habe, Marin. Wieso habe ich denn die noch nicht geerntet gehabt? Gold. Marin, wie kommen wir denn hier raus? Hinten rum, wa? Das war doch eine unterhaltsame Goblinjagd, oder? Also. War mal wieder was anderes nach dem ganzen Beschatten und sonst was, was wir in den letzten Folgen so gemacht haben. Oh, es ist dunkel. Martin, es ist dunkel. Martin, wo haben wir das Pferd geparkt? Da. Martin, wir müssen in die Richtung da war. Die Richtung? Aber auch nicht, wir müssen hier lang. Echt? Huh. Das kommt jetzt unerwartet. Na gut. Oh, Marin! Marin! Komm mal her, Marin! Marin! Marin, komm mal her, Marin! Marin, guck mal! Marin, guck, die Kaiserstadt! Wenn du groß bist, dann darfst du da auch regieren. Ich bin ja schon fast versucht, eher zu Fuß zu gehen, als... mit dem Pferd, aber ich will das Pferd natürlich zurückbringen. Das ist ja eigentlich nur geliehen. Ich meine, ja, der wird da nie wieder nachfragen. Ich werde das bis zum Ende des Spiels benutzen dürfen, mir fast sicher. Aber so rollenspieltechnisch hat er uns das geliehen, damit wir Marlin holen. Deswegen nehme ich es auch wieder mit zurück. Marlin? Du, Marin! Marin! Marin, siehst du das, Marin? Da vorne fliegt was. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Marin. Marin, ich schleich da mal dran, Marin. Marin, ich glaube, das könnten Feinde sein. Marin, wollen die uns was Böses? Jetzt muss ich natürlich mal gucken. Das wäre ja Wendzerstörungsmagie, ne? Mal hier ganz am Anfang. Hier war noch einer.
Es geht nicht vorwärts, ne? Okay, dann sollte ich mir die vielleicht eher aufheben. Gut, Marin, weißt du, was wir gefunden haben, Marin? Marin, guck mal. Marin, hier ist schon wieder ein Dungeon. Ah. Das Abenteuer, obwohl das total bescheuert, wenn ich so schwer beladen bin, oder? Ich kann ja keinen der Schätze da drin mitnehmen. Gut, ich könnte nach Skingrad zurückgreifen, Marin. Warte mal, Marin. Oh. Tut mir leid, Marin. Lasst uns zur Waylon-Priorei weitergehen, es sei denn, ihr benötigt etwas. Marin, du wartest mal hier. Ich lege mein Schicksal in eure Hand. Enttäuscht mich. Du wartest hier, dann weiß ich wenigstens, wo ich dich hingelegt habe. Ich gehe mal kurz zu die Händlers zurück. Skingrad. Verkaufe, was wir so verkaufen können. Und dann kommen wir wieder und machen hier den Dungeon. Es dürfte ja noch nicht weit weg sein eigentlich, oder? Skingrad? Das hier direkt um die Ecke. Dauert doch nicht lange. Guck mal, da hinten ist es doch schon. Ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht gar keine gute Idee ist, Marin jetzt schon nach Hause zu bringen. Oder? Führt dieser Weg, der ist nicht eingezeichnet. Wahrscheinlich zum Osttor. Da würde es wahrscheinlich hier so links rumgehen und dann zum Tor, ne? Weg. Vielleicht führt er auch zum Westtor. Wer war denn hier zu irgendeinem Tor, wird das hier schon führen? Pferd hier stehen, aber ich weiß, in welche Richtung ich reiten muss. Pferd zumindest. So, ich will eure intime Orgie hier auch gar nicht weiter stören. Ich muss einfach nur mal vorbei. Wenn ein Mitglied der Stadtwache Auge in Auge mit seinem Pferd steht, umringt von Schafen, dann ignoriert man das besser. Geh lieber nicht nach draußen, du willst nicht wissen, was dein Kamerad da gerade macht. Wenn ich gerade jetzt mal wieder hier bin, dann könnten wir auch nochmal versuchen. Das war doch die Westebene, oder? Wo wir mit diesem Typen sprechen sollten, wegen dem Nirnwurz. War doch Nirnwurz, ne? Vielleicht ist er ja jetzt da. Seid gegrüßt. War's das nicht. Du bist es auch nicht. Man kann auch mal mitten in der Nacht gucken gehen, oder? Hm.
Hallo, ich will meinen Mauszeiger. Oh, das hasse ich an diesem Minispiel. Das hat er teilweise so lange rumfriemeln muss dann. Das werden die Geschäfte ja wohl offen haben, oder? Wie lautet eure Geschichte? Was habt ihr zu berichten? Ich habe gehört, dass die Nordkrieger zusammen mit Ork-Söldnern aus Skyrim gekommen sind, um die Redoran von Morrowind anzugreifen. Noch mehr Kämpfe für die Nord? Das sind schlechte Nachrichten. Bis später. Wiedersehen. Was denn nun schon wieder? Was wollt ihr? Das wirkt so unglaublich dumm und billig. Tut mir leid. Ich mag das zwei Schwestern und Mock führt das Gasthaus wirklich gut. Sie und ihre Schwester sind beide sehr nett. Entschuldigung. Seht euch vor. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. So, Gunther. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ich habe ein paar Sachen, die ich verkaufen möchte. Ich weiß noch nicht genau was. Silberkurzschwert macht 4 Schaden. Eisernes Kurzschwert macht 3. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Stahlkurzschwert, Stahllangschwert. Das. Ich mach mal aus. Geschnürte Lederhose brauche ich sowas. Jetzt guck mal. Das ist mehr als ich für gewöhnlich. Der Ring kommt raus und hat unser Handelsgeschick erhöht. Das ist ja auch schon mal schön. Diese geschnürte Lederhose, hier trage ich offenbar sowieso nicht, aber ich auch nicht mit mir rumtragen. Mit diesen magischen Gegenständen ist das ja schon wieder was anderes. Kaufen wir noch mal ein paar Tränke wieder hier. Ein guter Preis. Mal, was die so machen. Mühsal zum Beispiel. Ja, Mühsal für 64 Sekunden. Geile Aussage. Ich habe mir überhaupt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ihr seid so. Zutaten behalte ich natürlich wieder. Müsste jetzt ein bisschen was zumindest wieder losgeworden sein. Das ist mehr als. Ein guter Preis beehrt uns bald wieder. Ja, mal schauen. Für den Start war das gar nicht schlecht. Nein. Auch es geht hier. So, ne? So, dann wollen wir zurück zu Marlin. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Nacht. Und auf geht's. Einmal den ganzen Weg zurück. Aber da müsst ihr jetzt nicht unbedingt dabei bleiben. Wir sehen uns dann an der Höhle wieder in der nächsten Folge von Oblivion. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen.